Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Celestial Empire, der Demo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Beim letzten Mal haben wir uns hier zwei Tempel gebaut, weil wir wieder von Dämonen angegriffen wurden und wir benötigen Tempel, damit sich die Handwerker auch gegen die Dämonen wehren können mit ihrem Glauben. Jetzt bauen wir uns einmal ein Bad, dafür brauchen wir, beziehungsweise Bäder, dafür brauchen wir allerdings noch 15 Mal Holz. 15 Bretter brauchen wir noch. Warten wir einfach mal kurz. Ansonsten hier oben sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Bauern, Handwerker haben wir mehr als genug. Die sind mittlerweile auch wieder einigermaßen zufrieden. Ich möchte sie jetzt nicht zufrieden nennen, aber zumindest, nicht mehr unzufrieden. Sie sind nicht mehr unzufrieden. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. So, und hier haben wir eine 69-prozentige Zufriedenheit. Damit bin ich einverstanden. Der Winter ist auch wieder vorbei. Super. Der Frühling naht. Gut, hier erholt ihr euch nach und nach wieder. Das ist gut. Ja, wir können... Es gibt noch zwei weitere Stufen. Ob wir das in der Demo schon erreichen können, das werden wir erleben. Aber spätestens dann, wenn wir die Vollversion spielen. Zum Release. Dann wird es auf jeden Fall rund gehen bei uns. Hier, das werden wir natürlich tun. Hier fehlen uns... Moment mal. ...26 von 40. Das ist jetzt hier eine große eine Frage, die man sich stellen kann, ne? Wieso sitzen hier nicht 40 Leute drin? Sie müssen das Gebäude mit ausreichend Arbeitskraft versorgen, um es mit... Ja, das ist klar. Wir haben ausreichend Arbeitskräfte. ...442 ist die Bevölkerung, 424 sind beschäftigt. Ja, dann schmeißt euch doch mal hier rein. Wieso wir jetzt hier 14 zu wenig, 14 Bauern zu wenig haben, das wundert mich ein bisschen. Ansonsten sieht es aber überall ganz gut aus, würde ich sagen. Die sind alle voll, nur hier fehlen. Haben die eine Reichweite? Nö, eigentlich nicht, ne? Die verteilen sich doch eigentlich über die gesamte Map. Das ist das einzige Gebäude, wo wir das Problem haben. Warte mal, wie sieht's hier hinten? Das ist ja noch weiter weg. Hier sind wir bei 50 von 60. Tja. Da müsste ich mal herausfinden, woran es liegt. Nur ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir können natürlich einfach noch mal ein paar... Warte mal, wir bauen einfach mal noch ein paar mehr Häuschen und dann gucken wir mal, ob sich daran was ändert. Also wenn ich hier noch so ein Häuschen hinsetze und da noch so ein Häuschen hinsetze. Inwiefern ändert sich denn jetzt hier was? Vermutlich gar nicht. Der Brunnen hat eine ganz gute Reichweite. Das ist okay. Dekorativ können wir auch noch... Pango-Statue ist zu... Ach, die haben wir auch noch nicht gebaut, siehst du. Die könnten wir natürlich hier einfach hinsetzen, ne? Dann reißen wir dich mal ab. Und die Pango-Statue, die... setzen wir einmal hier hin. Zack. Mit ein bisschen Bambus außenrum. Schon auch schön. Ist schon auch schön. Muss ich sagen. Mir gefällt es sehr. Und hier
Gebäude ist nicht mit einem Kornspeicher verbunden. Hä? Was? War es doch vorhin noch, oder? Kornspeicher kosten um 100 Gold und ein Holz. Okay. Verbesserte Nahrungsmittelproduktion. Erhöhen Sie die Produktion in landwirtschaftlichen Gebäuden um 2% für jeden Kornspeicher. Oh, das ist ja ganz gut. Dann nehmen wir das auch nochmal eben mit. So, und jetzt haben wir hier aber trotzdem... Hatten wir nicht... Hat das nicht zuletzt noch gereicht? Hat der schon die ganze Zeit keinen Anschluss hier? Verdammt. Genau eine Kachel, ey. Vor allem hier hinten können wir auch nicht mehr anbauen. Warte mal, dann nehmen wir mal hier. Warte mal, wie viel brauchen wir da? 1, 2, 3 nehmen wir ja mal weg. Und dann die auch noch. Und dann kommt hier nochmal ein bisschen Hanf. Das ist kein Hanf. Fast. Fast, aber es ist kein Hanf. Weg damit. Hier muss ich hinklicken. Haben wir hier ein bisschen Hanf? Hier dürfen wir nicht, aber hier hinten dürfen wir. 49, dann haben wir jetzt hier noch den einzelnen wieder, ne? Sind wir da, wo wir vorher auch waren. Okay, dann setzen wir einmal hier den zusätzlichen Kornspeicher hin. Der wird uns ja nicht schaden. So. Sehr schön. So läuft es. So läuft es. Wir wollten aber eigentlich das Bad bauen. Das Bad platzieren wir hier. Zumindest, wenn wir ausreichend... Ne, warte, wir haben ausreichend Materialien, ne? Willst du mich veräppeln? Das passt jetzt nicht mehr hin. Was bist du für ein Gebäude? Eine Hütte. Na gut, dann muss es weg. Die Hütte muss weg. Stattdessen kommt hier das Bad hin. Zum Wohle der Allgemeinheit. So. Schön. Durchaus schön. Ja, die bewegen sich zum Beispiel noch gar nicht. Da bin ich mal noch gespannt, was da noch passiert so in Zukunft. Was die Animation angeht. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ich mag das auch. Das hat tatsächlich auch von der Bevölkerung her hat es auch recht viel von Anno, finde ich. So wie die so durch die Gegend laufen. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. So, wie zufrieden seid ihr denn jetzt? Jetzt haben wir hier eine fröhliche Verbindung fast überall hin. Wir können aber hier... Das müssten wir so noch... Ja, jetzt haben wir... Ja, genau so. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir aber richtig viele Handwerker. Holy moly. Haben wir viele Handwerker jetzt? Müssen wir mal gucken, wie wir die irgendwie verbrauchen können. Am besten, indem wir ein bisschen mehr lernen. Eher lernen. Zum Beispiel die Sorghumplantage. Entenfarm können wir leider noch nicht, aber die Zugtierweide können wir erlernen. Bauen wir uns erstmal die Sorghumplantage hier hin. Oh! Nein! Was? Nein! Nein! Lieber Spieler, vielen Dank, dass du dich auf dir eine Reise mit Celestia Empire begeben hast. Wir hoffen, dass die Demo viel Spaß gemacht hat und du unser Spiel nach Herzenslust ausprobieren konntest. Für den Moment ist es alles, was es zu sehen gibt. Aber denke dran, das kann doch nicht sein. Warte mal, das stimmt doch nicht. Vergiss nicht, Celestia Empire zu deiner Wunschliste hinzuzufügen. Haben die zusätzlich einen Zeitlimit? Haben die nicht nur einen Inhaltslimit, sondern auch noch ein Zeitlimit? Kann das sein? Wie lange haben wir jetzt gespielt? 4 Stunden.
4,1 Stunden haben wir gespielt. Haben die etwa auch noch ein Zeitlimit da drin? Wenn du möchtest, kannst du die Demo so lange weiterspielen, wie du willst. Allerdings wird nichts Neues mehr zu entdecken geben. Aber das ist doch nicht richtig. Das stimmt halt nicht. Deswegen wundere ich mich. Weil das stimmt ja nicht. Wir können ja den Pfirsichbaum noch erlernen. Wir können auch den Brunnen erlernen. Das ist ja falsch. Vielleicht, weil wir hier an dieses Schloss angestoßen sind. Vielleicht, weil das hier gesperrt ist. Aber wir können ja hier durchaus noch weitermachen. Es gibt durchaus noch mehr zu sehen. Den Brunnen gibt's noch, den Pfirsichbaum gibt's noch. Und so weiter und so fort. Wir machen ja auf jeden Fall jetzt noch weiter. Mal auf jeden Fall noch weiter. Ich habe schon gedacht, wir müssten komplett, wir dürften überhaupt nicht mehr. Kommt fast ein bisschen früh die Meldung. Die sollte dann kommen, wenn man wirklich alles gebaut hat. So, Zugang zu Gebäuden. Ach, guck mal, das ist ja natürlich ein Problem. Wir können dummerweise gar keine warme Kleidung. Den Nähsalon können wir uns gar nicht bauen. Winter is coming. Weil wir die Entenfarm uns nicht freischalten können. Aber wir können uns die Sorghumplantage können wir uns freischalten. Die brauchen wir zwar nicht wirklich, wenn wir die Entenfarm nicht haben, aber die können wir uns auf jeden Fall angucken. Und hier haben wir noch, genau, die Zugtierweide. Also brauchen wir sie doch. Sorghumplantage und Zugtierweide. Produziert Sorghum, erfordert Felder, die an das Hauptplantagengebäude angrenzen. Und Wasser ist klar. Hier, Zugtierweide stellt Ochsen zur Verfügung, benötigt Gehege in der Nähe. Ochsen erhöhen die Produktivität von landwirtschaftlichen Feldern. Insgesamt, in egal welcher Distanz. Oder wie oder was. Das Schöne ist ja, dass wir hinten ordentlich Platz haben. An diesem Ort. Hier ist halt auch noch seltsam, ne? Diese schwarze Fläche, das ist auch irgendwie noch ein Bug, möchte ich meinen. So, wir haben hier überall schon einen Weg. Dann bauen wir uns hier einmal die Plantage hin. In etwa so. So. Und wir benötigen einmal die Felder. 60 an der Zahl. Hier ist noch trocken. Hier ist noch immer trocken, aber sobald wir hier oben rankommen, zack, ist das Ganze bewässert. Oh, sieht auch schön aus. Und Winter. Ja gut. Ja gut. So, wir brauchen einmal den. Oh, das ist ein bisschen... Oh, setzen wir den mal direkt... Lagerhaus setzen wir mal direkt daneben. Ja, müssen wir uns dann im nächsten Frühling, müssen wir uns das hier nochmal begutachten. Das Sorghumfeld. Und jetzt können wir uns zusätzlich hier in der Produktion einmal noch die Zugtierweide bauen. Wir brauchen auch noch mal 40 Mann. Ja, geht gleich los. Warte. Moment, wir bauen uns auf jeden Fall nochmal ein, zwei Häuschen. Einmal hier. Können ja... Hier und da. Machen wir mal. Und dann kann ja hier die Straße auch von mir aus da anfangen. Ist ja auch okay. Minus 33. Hier haben wir auch die Straße. 1. Minus 27. Wir setzen noch mal ein bisschen mal mehr. So, so und so. Einfach mal ein bisschen übertreiben. Wir haben es ja.
Hier ziehen wir die Straße durch, da ziehen wir die Straße durch. Wunderbarski. Was haben wir denn jetzt hier so an Deko? Du bist ein Tempel. Ihr benötigt Gemeindezentrum-Anschluss. Was ist denn das Gemeindezentrum jetzt schon wieder? Das Gemeindezentrum? Hier auf jeden Fall immer den Brunnen. Hier können wir auch noch einen hinsetzen. Und dann hier noch einen. Ist mein Vorschlag. Oder wir setzen den hier hin. So. Unsere Handwerker wollen auch immer nicht so richtig zufrieden sein, ne? Ich weiß nicht ganz, wieso. Habt ihr nicht alles, was ihr wollt? Ihr habt's. Ja, Tee können wir halt noch nicht, ne? Wir können halt den ganzen Kram leider noch nicht machen. Können wir leider nicht produzieren. Das geht leider nicht. Der Frühling ist zurück. Wir können uns also hier nochmal die Sorghumplantage anschauen. Schon schön auch. Wir haben nochmal keine Ochsen hier, ne? Dann bauen wir uns die hier immer an. Ui. Moment. 20 von der Größe oder sind das jetzt 12? Okay. Also brauchen wir 5. Doch geht. Brauchen also 5 insgesamt. Auch schön, Mann, aber ein bisschen viele. Bisschen viele Fliegen hier, aber natürlich. Cool. So, die produzieren wir auch. Produktivität 32% ist mir ein bisschen zu gering, ehrlich gesagt. Können wir hier nochmal draufsetzen? Schmeißen wir hier nochmal ein paar mehr Leute rein. Sind wir bei 150%? Herrlich. Und du sorgtest für was? Ochsen erhöhen die Produktivität von landwirtschaftlichen Feldern. Müsste ja hier jetzt irgendwo ein Bonus. Ach hier, guck mal. Ochsen. Produktivitätsbonus 50%. Muss ich da jetzt drauf drücken? Tatsache. Ach, ist ja cool. Jetzt haben die hier ein paar Ochsen auf den Feldern und dadurch können sie nochmal ein bisschen schneller produzieren. Das gefällt mir sehr gut. Und hier den Bonus der Ochsen können wir auch noch auf 100% hochziehen. Das sind aber viele Upgrades, die man hier verpassen kann. Das finde ich ja sehr gut, ey. Gibt immer noch ein Upgrade. Belegschaft verdoppeln. Hier kommen. Wir haben es doch. Also, bevölkerungstechnisch haben wir es momentan nicht, aber hier fehlt uns auch noch was. Hand fehlt uns, aber eigentlich müsste hier doch jetzt gerade richtig was bei rumkommen. Ah, das passt schon. Hier oben steht eine grüne Zahl, also ist alles in Ordnung. Hier ganz genauso. Holzstämme. Sind wir nur noch bei 2. Ich mag den Weg, wie hier die Dinge optimiert werden, ehrlich gesagt. Ich finde das gut, wie sie das lösen. Ich würde vorschlagen, wir sehen ja, dass die hier, also die Bäume, die sind ja mehr als üppig. Heißt, wir könnten also hier nochmal aus
deine Reichweite? Bis da? Ja, wir sitzen hier jetzt einfach nochmal so ein... There aren't enough people to work in this building. Davon werden wir nochmal einen hinsetzen. Und dann brauchen wir nochmal noch ein paar Bauern. Eins, zwei. Hier und da und dort noch. Und jetzt haben wir wieder ein Schreinproblem, ne? Dieser Schrein ist der letzte, den wir gebaut haben. Also... hier irgendwo. Warte mal, wenn ich jetzt hier noch ein Häuschen hinsetze. Hier passt auch noch eins hin. Und da ebenso. Der Schrein hier. Können die noch da hinsetzen? ...29 Anhänger nur. 33. Das sieht soweit... Ja, hier unten haben wir ein Problem. Dann kriegt ihr hier unten noch einen extra Schrein. Ist ja gar kein Problem. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Ich will mal nicht so sein. So. Okay. Jetzt sind wir oben wieder... Im Positiven, aber euch kriegen wir halt nie wirklich zufrieden, ne? Also wir könnten die Steuern natürlich runtersetzen. Das machen wir auch einfach mal, weil, warte mal, ich glaube, da klicken wir einfach hier auf ein Haus, dann hier hin. Und dann setzen wir die Steuern mal ein bisschen runter. So, jetzt seid ihr doch direkt wieder total zufrieden, Freunde. Aber wir nehmen auch direkt nichts... Oh, oh. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, guck mal. So gewinnen alle. Schön. Super. Sehr super. Springbrunnen haben wir. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, was wir sonst noch so bauen können. Handelsbüro Außenposten. Stellt Karawanen bereit, die entlang der Handelsroute fahren. Muss in der Nähe des Marktes platziert und mit der Seidenstraße verbunden sein. Mit der Seidenstraße? Wo? Also Seidenstraße ist mir durchaus ein Begriff, aber... Ist hier irgendwo zu sehen? Also ich weiß durchaus, dass die Seidenstraße nicht einfach eine Straße war. Das ist mir durchaus bewusst. Es waren viele... zusammenhängende Handelsnetze. Aber in diesem Spiel muss es ja irgendwie eine Verbindung geben. Deswegen suche ich jetzt gerade mal nach irgendwas. Was eventuell die in dem Spiel die Seidenstraße sein könnte. Sehe ich allerdings nicht. Wie verbinden wir das denn mit der Seidenstraße? Hm. Schauen wir da doch direkt mal rein. In der Nähe vom Marktplatz. Der ist ja hier. Tja. Warte mal. Nehmen wir den hier eben weg. Und stattdessen bauen wir den Brunnen einmal irgendwo da gleich hin. Warte mal. Speziell. Hier. Zack. Jetzt haben wir hier oben noch was Neues. Ach, guck mal. Hör mal, da kommt immer noch was dazu in diesem Spiel hier. Das gibt's doch nicht. Aber gut, Handel gehört natürlich auch so ein bisschen mit dazu. Aber wir scheinen automatisch zusammen... wir scheinen automatisch den Anschluss an die Seidenstraße zu haben. Das ist halt... wir befinden uns halt in einer Demo, ne? Also... Wenn die Demo tatsächlich nur ein kleiner Teil des Spiels ist, dann ist das Spiel sehr umfangreich. Wenn die Demo allerdings... Es könnte natürlich auch sein, dass sie uns in der Demo einfach schon 50% des Inhalts gegeben haben, ne?
was schon fast wieder schade wäre. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auf die Vollversion. Das ist alles, was wir so machen können. Wir haben dann hier aktueller Betrag 253. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert was? Ach! Jetzt können wir zum Beispiel an Tuan Shiwang. Können wir hier einmal auswählen? Und ich möchte ganz gerne verkaufen. Und zwar verkaufen wir einfach mal 50. Zyklische Route bedeutet wahrscheinlich... Aha, minimalen Verkaufspreis festlegen. Die Produktpreise können sich im Laufe der Zeit ändern. Also er könnte jetzt immer wieder dorthin laufen. Zyklisch heißt einmal im Jahr wahrscheinlich, ne? Da ist nun die Frage, ob wir dann jedes Mal 50 verkaufen. Geil wäre, wenn man einstellen könnte, bis wie viel wir verkaufen wollen. Das hier scheint aber die absolute Menge zu sein und nicht die Grenze. Die Grenze finde ich immer ein bisschen schöner. Die Grenze fände ich immer ein bisschen schöner. Hier braucht er 3 Minuten, hier drüben braucht er 10 Minuten. Hier drüben braucht er noch mehr Minuten. Je länger wir reisen, desto mehr bekommen wir auch. Hat der überhaupt so viel Kneten? Ich mache das mal einfach so, minimalen Verkaufspreis festlegen. Ja, aber 61,6, er hat einen aktuellen Verkaufspreis von... ...221. Nee, dann machen wir das mal so. So, verkaufen. Gesamtpreis 246, Rückkehrzeit... Was? Gesamtpreis 246? Für einen, ja. Das ist ein bisschen irritierend, dass hier Gesamtpreis steht. Also wenn man wirklich sehr viel produziert, dann macht das natürlich Sinn, wobei es macht eigentlich nie Sinn, bei dem günstigen zu verkaufen, ne? Dann ist er eben ein bisschen länger unterwegs, ist ja relativ egal. Ich bin auf Kaufen. Habe ich gekauft? Habe ich nicht umgestellt, nachdem ich hier hingeklickt habe? Tatsache. Stopp mal. Können wir es noch abbrechen? Achso, wir kaufen auch nur einen, ne? Nee. Hä? Verkaufen. Aber hier... Hier steht doch Verkaufspreis. Hatte ich das nicht angeklickt? Ich habe doch jetzt hier gerade nicht drauf umgeklickt. War da nicht Verkaufen? Hier steht doch auch Verkaufen. Verkaufen. Steht hier. Verkaufen. Yaoguai are coming to our city. Also ich glaube, wir verkaufen. Ansonsten würde er nicht Verkaufen stehen. Wo sind denn die Jungs? Hier oben sind sie, mal gucken. Ja, so ganz weit bin ich mir auch noch nicht so sicher mit dem Verkaufen und Kaufen. Aber ich glaube, wir verkaufen aktuell. So, wer wurde jetzt... Ha! Guck mal, keiner wurde erwischt. Wir sind zu 100% geschützt. Geil. Kein Problem. Gar kein Problem. Ne, wir verkaufen hier. Hier steht ein Verkaufen. Insofern gehe ich stark davon aus, dass wir tatsächlich verkaufen. Gucken wir mal. Also wir sind auch fast schon da. Ne, also wir haben jetzt ein Viertel der gesamten Reise hinter uns gebracht. Uns fehlt ein weiteres Viertel, damit wir drüben sind, damit wir unten ankommen.
Und dann muss er das Geld aber höchstwahrscheinlich nochmal zurückbringen, ne? Ja. Ja. Mit Sicherheit. Ja, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Eine Folge, denke ich mal, kriegen wir auf jeden Fall noch zusammen. Wir müssen ja noch handeln und wir müssen ja noch einmal die letzten Gebäude bauen. Leute, ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bin sehr angetan von diesem Spiel. Das wird ein Spaß, die Vollversion zu spielen. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüssi.